danke vielmals, dass Sie heute dabei sind. Was habe ich doch für einen spannenden Job? Da bin ich heute Nachmittag mit dem deutschen Außenminister Joschka Fischer 12 Kilometer joggen, hat mich weiss Gott geschlaucht. Und am Schluss haben wir gemeinsam geredet, was denn der Abend so bringt für ihn und für ihn, mich. Ich gehe jetzt heute Abend ins Fernsehen, mache eine Sendung mit der Wahrsagerin Uriella. Was ist Ihr Programm? Mein Programm heute Abend ist jetzt hier noch in der Schweiz die Grünen Pressekonferenz und dann noch ein Vortrag in der Universität und Diskussionen. Ja. Uriella sagt, dieses Jahr geht es zu Ende mit der Welt. Planen Sie doch noch für das Jahr 2000? Oh, da muss man den Gotthard zurückziehen. Ja. Respektive, es gibt in Deutschland ein Sprichwort, dass wenn der Weltuntergang droht, man nach Mecklenburg gehen soll, weil dort alles mehrere hundert Jahre später käme. aber ich fürchte den Weltuntergang nicht. Nicht, nicht. Ich glaube, wir haben kleinere Katastrophen zu befürchten. Aha. Das reicht aber auch. Also gut, gehen wir dran, die kleineren Katastrophen zu bewältigen. Schönen Tag noch. Also, so wie der Joschka Fischer, und da bin ich jetzt bei Uriella. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Wie geht's? Das ist, glaube die erste Fernsehsendung nach deinem Prozess, oder? Ja, richtig. Ja, wir haben alles abgeblasen. Die Einladungen sind natürlich auch massiv für uns zugekommen. Ja. Warum hast du alles abgeblasen? Ja, weil wir uns das gar nicht haben können leisten während dieser Zeit. Ja. Wir sind sehr strapaziert worden. Ja. Und jetzt geht es besser? Ja, ausgezeichnet. Ja. Danke. Ja. Wie hast du dich da wieder irgendwie auf den Boden zurückgeholt? Ja. Du kennst ja die verschiedenen Bibelzitate auch, du bist ja da sehr belesen. Aber unter nicht so anderem, wie du. Ja, unter anderem steht ja im Römerbrief, dass alles jenen zum Besten gereiche, wo Gott liebt. Und nachdem wir gewusst haben, dass jetzt das auf uns zukommt, hat man sich halt darauf gefreut. Und das ist ein grosses Ereignis. Was hast du dich gefreut? Auf den Prozess. Hast du dich gefreut? Ja, natürlich. Okay, reden wir vom Prozess nachher. Reden wir zuerst von etwas Wichtigem. Du bist vor knapp einem Jahr da gewesen und hast dann da folgende Sachen gesagt über das Ereignis, das uns noch erwartet im Jahr 1998. Woher? Der Meteorit wird eigentlich den Weltkrieg beenden. Ein Weltkrieg? Ja, der kommt noch. Ja, der dritte Weltkrieg. Der ist vorher? Ja, der ist vorher. Also das heisst also, zuerst gibt es einen Weltkrieg in diesem Jahr. Ja. Dann wird der Meteorit beenden. Ja. Ja. Das geht ja rasend schnell. Ja, es muss jetzt. Jetzt haben wir aber schon heute, haben wir schon den 18. März. Ja, natürlich. Dann fängt dann der Weltkrieg an. Ja. Bitte, wir nehmen da im August. Im August? Ja. Und wer kriegt dann gegen wer? Ja, Deutschland wird also von den Russen überschwemmt werden. Ja. Und das ist noch kein Weltkrieg. Nein, der Chinese wird die Amerikaner angreifen. Das passiert alles gleichzeitig. Ja. Also, heisst, da haben wir noch Glück gehabt, Uriella. Du hast Unrecht gehabt. Ja, das ist für uns eine ganz grosse Gnade, dass es einen Aufschub gegeben hat. Und das haben wir erst erfahren im Oktober. Dass im August der Weltkrieg nicht stattfindet. 1997 hat uns der Heiland gesagt, es gebe also einen Aufschub. Und es sei also nicht zu erwarten, dass die Ereignisse eintreffen werden. Aber du hast ja das im März 98 gesagt. Ja, eben, das ist dann später gekommen. Du hast gesagt, im 97. Also, hast du da die neue Information über den neuen Zeitplan? Jetzt sind wir im Jahr 99. Genau. Ich habe mich versprochen. Aha. Entschuldigung. Ja. Ja, im Jahr 97 hat er uns das gesagt, was ich dir hier im März 98 präsentiert habe. Das ist alles falsch. Und das hat der Heiland aber widerrufen, lange bevor ein Ereignis eben eintreten ist. Ja, das gibt es. Ja, in welcher Form findet ein Widerruf auf dieser Ebene statt? Wir haben doch einen Kampf zwischen Licht und Finsternis auf dem Planet. Und die Schachzüge, die der Widersacher ausführt, kann auch Gott nicht im Voraus erkennen. Ah, nicht? Nein, weil wir ja alle mit einem freien Willen erschaffen worden sind. Das heisst, alles, was du erzählst, das kann immer wieder widerrufen werden? Nicht, was ich erzähle, sondern was ich einfach über die Offenbarungen empfangen habe. Genau, also was du uns mitteilst, das kann alles wieder widerrufen werden. Ja, nur auf lange Sicht aus, wenn es eben weltumspannende Ereignisse sind. Wenn es sich um das Leben von einem Menschen handelt, wo eben alles eingraviert ist in der Akasha-Chronik, dann kann man sich schon eher darauf verlassen. Aber der Heiland hat uns das dann gesagt. Aber wieso hast du das nicht mitteilt uns?
Aha, ich habe nicht gewusst, dass du da so drauf gespannt bist. Ja, aber was ist das Thema, das so lässig genommen. Nein, aber... Dann, ich denke, ich beeindrucke das ohnehin nicht. Ja. Du hast jetzt gerne eine Sendung mit mir organisieren und... Nein. Das interessiert schon noch viele unterhalten. Leute. Weißt du, du hast ja gesagt, werden Millionen umkommen. Ich meine, ja, für die ist das schon ist noch interessant. Das ist nur aufgeschoben. Ja, also, das wird sich dann noch ereignen. Was ist der neue Zeitplan jetzt? Den neuen Zeitplan kennen wir nicht genau. Nein, weil der Heiland uns gesagt hat... Musst du dich nicht mehr auf Test rauslassen? Ja, das habe ich überhaupt noch nie. Ja. Denn er hat noch nie ein genaues Datum genannt. Ja, du hast gesagt, auch gut. Nein, ich habe auch... Meteorit. Jetzt haben wir gerade die letzte Sendung den Zuschauern wieder präsentiert. Ich habe einfach gesagt, es ist zu erwarten. Und das heisst nicht, es muss ganz genau dann eintreffen. Ja. Das ist ein Unterschied. Weil du und vor allem die Mann gesagt haben, es ist ja super, dass das passiert, weil dann müsste nicht euer Prozess gehen, weil das findet ja dann gar nicht mehr statt, weil nach dem August gibt es ja keinen Prozess mehr. Habt ihr ein bisschen dumm gelaufen? Ja, das macht doch nichts. Wir machen aus jeder Situation das Beste. Wie ich eingangs ja gesagt habe, alles gereicht jenen zum Besten, die mich lieben. Ja, aber der Prozess ist ja nicht zu deinem Besten gewesen. Zu seiner Erdezeit gesagt, doch. Was? Grossartig ist der Prozess verlaufen. Grossartig? Also am Anfang hast du alles abgestritten. Liebe Roger, das ist für mich ein Vermächtnis. Ja. Was sich da abgespielt hat, ist für mich wahrhaftig ein Ereignis gewesen, weil für mich... ein kostbares Vermächtnis darin besteht, dass ein Mensch Spuren hinterlässt der Liebe in den Herzen von Zuschauern oder Zuhörern. Das sind einfach deine Jünger. Das sind deine Jünger. Aber Aurelia, das ist Gott, der wirkt. Aber am Anfang, wir sind ja alle nur seine Werkzeuge. Ob du da sitzt oder ob du joggst Aber reden wir jetzt gleich über das, was passiert. In der Sonne ist am Meeresstrand. Aber du hast am Anfang gesagt, ich bin unschuldig. Und nachher, wo dann die Beweise gekommen sind, hast du geheult und geweint und hast gesagt, ich habe gefehlt und ich bereue. Ja, das ist doch ein toller Akt. Findest du das jetzt nicht? Ja, das ist doch, ein dass toller ich von allen, doch von allen Jüngern das Bekenntnis ablege, denn ich habe gesagt, ich sei unschuldig, weil ich all die HM versteuert habe in der Schweiz. Was ist HM? Heilmittel. Aha. Habe ich in der Schweiz versteuert, die sind deklariert und man hat auf 10 Jahre zurück sogar die ganze Buchhaltungsbelege kontrolliert. Alles ist bestens in Ordnung gewesen, aber bei einem Strafverfahren wird Doppelversteuerung eben eingeführt. Genau, man hat einfach gesagt, und auch das mit der Umsatz- und Mehrwertsteuer, das alles, das wird dann nachher aufgerechnet und nicht abgezogen. Wir wären gleich null gewesen. Ja. Im Grunde habe ich gesagt, ich fühle mich unschuldig. Ja gut, aber die deutsche Gesetz hast du verletzt gehabt. Ganz klar, bist jetzt verurteilt, glaube ich, zu 1 Jahr und 10 Monaten bedingt, 100'000 Mark Strafe. Hast du eigentlich Angst gehabt, dass du in die Kiste musst? Ja, nicht während dieser Zeit. Ja. Denn mir ist wirklich mir unendlich liebenswürdig entgegengekommen, muss ich sagen. Ja, das Hohe Strafgericht hat sich also aus vornehmlich loyalen und... Was heisst loyalen? Wem gegenüber loyal? Zusammengesetzt. Einfach, wo sich in meine Situation inne gefühlt haben. Ja, die haben am Anfang hast du dort einfach viel geredet und nachher, wo man gemerkt hat, es kommt nicht gut aus, haben seine Anwälte gesagt, Aurelia, sag gar nichts mehr. Weil es hat einen Bericht gegeben in der NZZ, wo eine Zeugin gekommen ist, die geheissen hat, dann, wenn Blicke töten könnten, hättest du die Person umgebracht. Ach, hast du dir vorstellen? Denk jetzt mal, Roger, wie kommen Jünger mit einer Anfahrtszeit von rund 8 Stunden nach Mannheim bei jeder Verhandlung, es sind deren 20 gewesen. Was soll das beweisen? Wenn sie nicht überzeugt wären von meiner Wahrhaftigkeit, die sind von schon meinem Sinn der Gerechtigkeit, der Liebe und der Loyalität und Das ist eben Gehirnwäsch. Ja, kannst du dir vorstellen. Und wir haben genau ein Beispiel. Ich habe jemanden gehabt in dieser Sendung, der dort dabei war, der genau zu diesem Thema etwas gesagt hat. Schauen wir uns das gemeinsam an. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, jemandem nachzuweisen, dass er mit anderen Menschen Gehirnwäsche betreibt. Aber das war effektiv so. Weil, also bei dem Fall von der zweiten Frau, die verstorben ist, wo ich also wirklich direkt dabei war, da war es so, dass zwei examinierte Krankenschwestern dabei waren. Und die haben also wirklich jeden Mist gemacht, den Uriella ihnen da als Anweisung gegeben hat, haben ihr Injektionen in die Herzgegend verpasst. Und wir haben also
da muss ich mich selber leider auch ankreiden, dass ich, sie hat uns gesagt, ihr müsst der Frau die Füße massieren, damit der Kreislauf nicht zusammenbricht, aber da war die Frau schon lange tot. Also wir haben 4 Stunden an einer Toten quasi darum manövriert, laboriert oder wie man auch sagen will. Nein, sich im Nachhinein dann... Ja, Uriella? Ja, liebe Roger, entschuldige, dass ich jetzt persönlich werde, aber ich finde es sehr unfair, dass du aus diesen rund 156 Zeuginnen eine absolute Lügnerin rausschälst, ja, aus dieser Masse, die ja gar nicht mehr bei Trost ist. Wie sollen zu der heutigen Zeit Menschen irgendwie beeinflusst werden können, sei es jetzt über Hypnose oder andere Methoden, wenn sie nicht am lebenden Beispiel von einer Führerin oder von einem Leiter von irgendeiner Gemeinschaft könnte sehen, dass das, was sie kündet, und ich mache es ja im Volldrance, ohne mein Bewusstsein, einfach von ihr selber gelebt wird. Ja. Ich verstehe das nicht genau, was du sagst. Warum nicht? Nein, das ist, ein das ist doch eine klare Sprache. Verwirrlich, sehr verwirrlich. Nein, ich finde das offenbar super. Hat dich das sehr betroffen gemacht. Das war eine Mitarbeiterin oder eine Jüngere von dir, die mehrere Jahre da war. Die hat eben auch vor Gericht ausgesagt. Und dort hast du gerufen, rausschmeißen. Ja, kannst du dir vorstellen. Ja, das ist aber, bist du dabei gewesen? Nein, aber wir haben Gerichtsbericht gelesen, unter anderem in der Neuen Zürcher Zeitung. Hast du ja, hör mal, das sind doch überhaupt keine objektiven Berichte, die man liest in der Zeitung. Ja, wieso? Das sind alles so leicht manipulierbare und beeinflussbare Herrschaften. Aber wenn du dir jetzt mal überlegst, ganz am Anfang hat ein Holger Reile über mich also wirklich die unmöglichsten Artikel geschrieben. Aber er ist bei diesem Prozess mehrmals an und hat aber seine Ansicht geändert. Und so ist es mit allen, die das verfolgen. Zum Tatbestand, was sie sagt. Eben die Frau, die gestorben ist, die man stundenlang nachher noch die Füsse... Jetzt kommst du noch mit so einer Sache hin. Ja, das ist auch untersucht worden. Ich würde mich schämen. Das ist auch untersucht worden. Kann ich das sagen? Dort bist du auch vor Gericht gekommen. Ja, aber ich bin freigesprochen worden. Weil es eben schwer ist. Solche Sachen sind schwer zu beweisen. Wenn das, was sie erzählt da, stimmen würde, das ist ein heller Wahnsinn, was sie... Ich gehe doch nicht jemand noch will ins Leben zurückrufen durch künstliche Beatmung. Bitte, lange Injektionen im Herzbereich. Was ist mit dem? Das ist gar nie gemacht worden. Sie ist eine Lügnerin, ich sag's dir. Wieso ist sie jetzt das eine können aber Hunderte von Menschen bezeugen. Aber es ist immer so, dass in sehr vielen Sekten kommen die Leute raus und die erzählen natürlich Sachen, die die Leute in den Sekten nicht erzählen, sondern sie erzählen das Gegenteil. Nein, das sind eben jene, die in meinen Augen schizophren sind und überhaupt gar nicht mehr klar denken können. Man muss ja auch die Lebensführung und die Ernährungsweise und die Gesinnung von einem Menschen berücksichtigen bei allem, was man nun einmal da in die Öffentlichkeit will zerren, oder? Du hast ein neues Kleid da. Das mal. Nein, das ist kein neues Kleid, das ist ganz alt. Aber bis jetzt warst du immer weiss und jetzt bist du plötzlich farbig. Nein, ich bin schon immer noch weiss. Ja. Das ist doch nicht alles weiss. Wo lässt du schneiden? Das habe ich so gekauft. Wo kann man das kaufen? Bin schon lange. Das ist alles immer noch weiss. Ja, aber wo kann man das kaufen? Aber das ist ja in deinem Ding, du, Frau Buhl, geschrieben in der Einladung, lieber also nicht ganz strahlend weiss. Und nachdem ich praktisch nur weisse Garderobe habe, habe ich gedacht, dir zu lieb, will ich jetzt mal das Jäckchen anziehen. Hätte ich aber gewusst, dass du mich so auf den Leim führst, dann wäre ich nicht gekommen. Ja. Das darf ich dir also garantieren. Ich habe dich einfach die Gelegenheit gegeben, Stellung zu nehmen. Ja. Aber sehr ehrlich, du musst auch rufen, zu mir rausschmeißen, wie es im Gericht gemacht hast. Ja, wen? Mich? Ja, das kann ich ja gar nicht machen. Ich sitze jetzt auf deinem Stuhl, oder? Genau, also du sitzt auf deinem Stuhl. Uriella, du bist schon wenn offenbar... wir das jetzt übertragen würden aufs Kloster Ibach, ja dann würde ich es machen. Gut, also, aber jetzt bist du ziemlich derotiert, das merke ich. Also, du hast immer wieder deine Eingebungen... Dann nimm doch wenigstens neutrale, objektive Personen. Schau mal die vielen Zeugen, die da einvernahmen worden sind. Ja, die haben aber geführt, alle so haben die für mich heute noch geredet. Das sind deine eigenen Leute. Aber nein! Aurelia, komm, wir reden von etwas anderem. Ja, wir reden von etwas anderem. Die nicht mehr im Orden sind. Du hast jetzt gesagt, Aussteiger. Gut. Aber die hat man also auch interviewt und hat die als Zeuge einvernommen. Und die haben heute noch nur das Beste über mich gesagt. Also. Aber du musst aus diesen vielen... Ja, musst du gleich also ein Faktotum rausziehen. Faktotum. Gut, also Uriela, du hast jetzt, glaube ich, sehr es ist angekündigt hast worden. Gesehen.
tut mir jetzt aber... Nein. Offenbar trifft es sich aber sehr. Nein, weil ich das sehr unfair finde. Aber ich meine, du sagst, deine Liebe, die du ja hast, die ist im Moment aber nicht spüren. Ja, ich habe die Liebe im Gebet zu dieser Frau, wie sie sonst ohnehin in die Hölle kommt. Aha. Das ist aber nicht so lieb. Also, jetzt schau mal. Ich versuche jetzt schon seit Minuten eine Frage zu stellen. Du hast auf Ende Jahr, glaube ich, auf Silvester, hast du angekündigt, es gäbe eine neue Eingebung oder eine neue Botschaft. Ja, ich habe am Silvester schon eine Botschaft bekommen, aber die ist noch nicht so umwerfend in Bezug auf die kommenden Ereignisse. Der Heiland nennt gar keine Daten, er kennt sie zum Teil ja selber nicht einmal, nur Gott Vater. Und so ist es auch gewesen mit all diesen Prophezeiungen für das Jahr 98. Er hat uns im Voraus, also Wochen, viele Wochen im Voraus gesagt, es kann sich nicht ereignen, denn die Schachzüge von Widersacher haben sich verschoben. Aber die Reihenfolge wird bleiben, so wie es... Der erste Meteorit? Nein, das ist und die Wirtschaftskrise, man kann ja nicht sagen, es hat sich gar nichts ereignet. Nein, die Börse... Ist jetzt wieder ziemlich gut. Ist ziemlich gut. Tun wir mal abwarten. Aber ich will das gleich wissen. Wir sind jetzt im Jahr 1999. Da gibt es auch andere Leute und Leute, die Horoskop machen und so, die für das Jahr 1999 ganz wichtige, traumatische, endzeitliche Ereignisse voraussagen. Was sagst jetzt du? Bitte, der 11. August ist im Jahr 1999 natürlich ein Stichtag, aber der Heiland hat sich dazu noch gar nicht geäussert. Was ist das für ein Stichtag? Ja, dass man eben sagt, es muss also vom Kosmos her eine Veränderung eintreten, die von den Menschen in keiner Weise kann dirigiert werden. Ja. Oder auch nicht mit atomaren Kräften. Also bitte, lassen wir uns überraschen. Auf den 11. August. Ja. Okay, man kann jetzt anrufen. Ja, ganz kurz. 0848 88 24 24, unsere Telefonnummer, bitte. Ja. Roger, ein anderer Punkt, den man unbedingt sollte berücksichtigen sollte, auf den ich schon hingewiesen habe. Der Heiland hat gesagt, es ist zu erwarten. Und wir haben im Orden eine Hypothese aufgestellt, unter Berücksichtigung von Kabbala, Numerologie und weiteren anderen Aspekten, zurückwirkend auf all die Jahre, denn ich empfange ja seit 1977 Offenbarungen, und das ist natürlich unglücklich gewesen von unserer Warte aus. Wir bereuen das auch. Was ist unglücklich gewesen? Ja, dass wir dann nachher so eine Prognose gestellt haben. Ah, du nimmst die Prognose, Die ist nicht vom Heiland gekommen. Die ist nicht vom Heiland gekommen? Nein, er hat einfach gesagt, es ist zu erwarten. Das heisst so viel, es ist damit zu rechnen. Aber von wem ist sie denn sonst gekommen? Nein, wir haben dann nachher im Orden, haben dann eben, wie gesagt, Berechnungen gemacht, aufgrund von ganz verschiedenen Prinzipien. Wo denn das, also ich will ich wirklich schwierig haben. Wo dann das Datum ergeben hat. Gut, und das so stimmt. So ist es. Es hat nicht gestimmt. Es hat nicht gestimmt. Ja. Und jeder Mann kann Fehler passieren, solange wir auf dieser Erde leben. Gut. Aber und wenn man sich beim Weltuntergang irrt, dann geschieht nichts Schlimmes, würde ich sagen, oder? Oder? Ja, das ist nur zum Vorteil. Ja. Da kannst du jetzt einmal noch ein Engel werden in dieser Zeit, oder? Was ein Engel werden? Ich arbeite da, du bist schon ein Engel. Ja, nein, weit davon entfernt, aber ich bin auch kein Bengel. Du bist auch kein Bengel. Nein. Ich habe jetzt noch mal eine Einspielung von dieser Dame, die wir vorher gesehen haben. Darf ich die gleich jetzt noch mal sagen? Nein, das ist zu einem ganz anderen Thema. Dann stehe ich auf und gehe raus. Die willst du nicht mehr sehen? Nein, danke schön. Obwohl für sie bett ist. Ja, ich bete für sie, ja, aber ich brauche nicht ihr Angesicht. Du willst es nicht, gell? Nein. Die Frau, die willst du nie mehr sehen. Nein, weil sie eine absolute Lügnerin ist. Okay, gut. Ja. Also, das ist ziemlich heavy. Also, jetzt wenn wir mal schauen, wer am Telefon ist. Der Herr Schwander, bitte. Ja, das ist alles Schwitzkeit. Das ist Schwander, ja. Ihnen muss ich mal ein Kränzchen binden. Heute ist es wunderbar. Ich muss Ihnen sagen, heute haben Sie mal richtig auf den Knopf gedrückt und das ist der richtige Knopf gewesen. Und Sie muss das erste Mal lernen, reden. Vor allem, lasst kein falsches Geschwätz aus deinem Munde, Uriella, und schau mal, was du überhaupt eigentlich für deine Figuren hast. Das ist alles Götze. Wenn man Christ ist, braucht man keine Götze mitnehmen, und das ist Jesus Christus. Und ich würde dir noch eins mitgeben. Du 1. Johannes 1, 1 bis 12 lesen, und dann wirst du vielleicht die richtigen Bibelvers sehen und spüren, dass du keinen richtigen Draht hast. Weil der Vater und des Heiligen Geistes ist im Prinzip der, der eigentlich uns alles helfen und zeigen kann. Aber was du jetzt vorher gesagt hast, weil kein Mensch kann etwas voraussagen, weil Gott sagt ganz klar,
er tut nichts voraussagen, sondern steht alles in der Bibel. Die kapieren die alles nicht. Ja. Oder? Was bringt das denn überhaupt, so eine Sendung zu kommen? Oder? Ich habe deutlich gesagt, Gott hat kein Datum genannt. Und dennoch hast du so nicht Zuschauer und Zuhörer. Was bringt denn das überhaupt? Soll ich mich für das auch noch entschuldigen bei dir? Für meine Zuschauer? Nein, dass die meine nicht alle nur deiner Meinung sind? Nein, aber wir sollen einfach korrekt eine Sendung durchführen. Gut. Jetzt kommt noch dein Ehemann, der Icordo. Dann ist es in Ordnung, der Icordo. Ich habe jetzt gehört, ich sage jetzt nicht von wem, weil sonst stehst du gerade auf, dass der Icordo gekommen ist, in Orden, da sagen also verschiedene junge Damen, sagen sehr entzückt von ihm, haben sich, obwohl sie die Hormonspiegel ja drinnen haben, sich für ihn entschieden, unter anderem eine junge Zürcherin, und die hat dann in einer so einer persönlichen Offenbarung von dir müssen abknüllen, und du hast gesagt, der Herrgott hätte entschieden, dass sie sich nicht für den Icordo soll interessieren, und sie hat dann den Icordo losgelassen, und du hast ihn dann geheiratet. Das ist doch der größte Unsinn. Das ist doch genau so ein Unsinn, wie das, was da eben über den Sender ging, von dieser angeblichen Zeugin. Ja. Das ist doch der größte Unsinn. Also, was sagst du da dazu? Ja, Unsinn. Ja? Gibt es doch gar nicht. Aber du hast doch zuerst eine andere Freundin gehabt dort im Orden, Zürcherin. Im Orden? Ja. Lieber Roger, ich möchte gerne in der Gegenwart bleiben. Ja. Denn die Vergangenheit zählt für Gott überhaupt nicht. Kann man dann sagen, damit müssen wir annehmen, es stimmt. Gut, also, Nicola ist da. Ich habe mich dazu nicht geäußert. Ja, sonst hätte man ja können klar sagen, nein. Also, Nicola ist am Telefon. Ja, grüß dich, mit Herzog. Ich wollte fragen, seit wann das Uriella die Kräfte hat? Seit wann hast du die Kräfte, Uriella? Das kennen wir eigentlich alle. Seit dem Sturz vom Ross. Ja, also, kommt darauf an, was man unter Kräften versteht. Ja. Die geistigen Gaben, die habe ich bekommen am 4. August 1973. Und dann bin ich aber noch nicht zubereitet gewesen, um Volldrance-Offenbarungen zu bekommen. Und das ist dann am 24., 25. Dezember 1975. Und bei welcher Offenbarung sind wir jetzt? Bei welcher Zahl? Du hast, glaube ich, du bist der Buchhalter. 594. Ich bin kein Buchhalter. Also von der Offenbarung meine ich. 594. Ist die wirklich nicht so interessant gewesen, die vom Silvester? Weil du hast ja die schon angekündigt. Ich habe nicht gesagt, dass sie nicht interessant ist. Ja. Nur in Bezug auf die Daten. Ja. Was im Jahr 1999 eintreten wird, hat der Heiner sich nicht konkretisiert. Gut. Also wir wissen gar nicht im Moment. Also wir können das so... Es geht weiter, wir wissen die Katastrophen nur, dass in diesem Jahr weiter. Sehr ernste Dinge auf uns zukommen. Ja. Aber den genauen Ablauf, was in welchem Monat, das haben wir nicht erfahren. Allerdings einiges haben wir erfahren. Ja. Dass mit der Zahl 7 und der 0, das ist die 70, Überraschungen zu erwarten was heißt sein das? Werden. Was heißt das? Rate mal, was das bedeutet. Uriella wird jetzt 70. Ja, gibt aber auch 70 Tage in diesem Jahr. Aha. Warten wir mal ab, was geschieht. Uriella, vielleicht passiert etwas mit dir, du bist jetzt 70. Oder wann wirst du 70? Und die Zahl 7 ist auch in Erfüllung gegangen am 22. Dezember beim Urteilsspruch. Und jetzt wirst du im Februar wirst du 70? Ja, volle 70 Jahre. Aha, hat das irgendwie zusammen? 70 Jahre. Also, Herr Sutter ist da. Bitte aus Pfaffnau, bitte. Jawohl. Ja. Guten Abend. Ja. Guten Abend wohl. Ich wollte schnell Uriella fragen, was sie eigentlich für ein Gefühl hat, so in den Medien der absolute Clown zu spielen, geschminkt, wenn es Barbie, oder noch viel schlimmer, und nachher, wenn sie angegriffen wird oder respektive etwas gesagt bekommt, Fakten gesagt werden, sei es vom Roger oder vom Dienstagsclub ist das Beispiel, so zu Kumpen auf dem Stühle oben, Kumpen, nur wenn sie dann, also wenn sie doch so perfekt sein sollte, wie sie sagt. Nein, noch nie ausgesprochen. Sie hat mehrmals gezeigt gehabt. Und wenn sie das Gefühl hat, sie können in der heutigen Zeit so Schabzeit, Leute noch so nicht Leute reden. Du wirst abgeklemmt. Also, Herr Sutter, Sie werden abgeklemmt von Uriella. Du kannst jetzt noch etwas dazu sagen. Schabzeit. Hä? Was sagst du? Ja, gut, lieber Roger. Danke vielmals für deine Einladung. Ich habe mir etwas anders vorgestellt. Ja. Und, ich habe auch nicht gedacht, dass es diese Sendung noch gibt. Weil ich habe gemeint, die Einladung ist ja erst erfolgt. Nein, weil ich habe gemeint, im 98 gehen wir schon alle baden. Aha, du hast ja genug baden. Du musst immer die Wahrheit sagen, wenn du vor der Kamera bist. Was? Wieso? Nein, wo wir die letzte Sendung... Also, aber du hast doch nicht daran geglaubt. Also, noch ganz kurz, Herr Zollinger, ganz kurz bitte. Ja, guten Abend. Hallo Roger. Ja. Ich wollte fragen, wie lange ein Spiel mit dir da noch machen willst, weil die gehören dabei zusammen eingesperrt, oder?
Das stimmt nicht. Es ist bedingt. Beide haben bedingt. Also gut. Also, noch ganz kurz habe ich ein paar Sätze, wo ich angefangen habe. Wenn der Meteorit nicht bald kommt, dann werde ich... Was sagst du? Was? Ich frage dich, was wirst du denn? Dann lebt man halt einfach weiter. Gut. Das ganze Leben ist ja nur eine Bewährung auf dieser Erde. Das schlimmste Erlebnis im letzten Jahr war... Schlimmste Erlebnis im letzten Jahr. Ich kenne keine schlimme Erlebnisse in dem Sinn. Wir sind einfach sehr gefordert worden während dem Prozess. Gut. Aber wir haben ja also gut durchgestanden. Wir mussten immer am Morgen um 3 oder um 3:30 aufstehen, ist ja klar. Und haben natürlich 1 bis 2 Stunden können schlafen, weil wir ja alle Nachtmenschen sind. Schmuggeln werde ich. Ja, geschmuggelt habe ich überhaupt nie. Daher habe ich auch gesagt, ich fühle mich als unschuldig. Am Schluss von dieser Sendung fühle ich mich. Sachen, ja. Wie fühlst du dich jetzt? Wie ich mich jetzt fühle. Ja. Glänzend. Weil ich das Kreuz umschliesse mit meiner Hand und weiss, dass da drin die Rettung liegt. Gut, aber auch vor dir. Oh, danke vielmals. Egordo und Uriela. Und wir hoffen, dass wir sie wirklich wieder erleben. A, weil sie interessant ist und B, weil der Weltuntergang dann gekommen ist. Also, was gibt es jetzt in den News, bitte, Hugo Bici? Okay, das ist der vierte Tag in dieser Woche. Der nächste Tag am nächsten Montag, wahrscheinlich zum Thema Ski. Aber die Aktualität kann alles wieder überholen. Es würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Schönen Abend und viel Vergnügen. Fang dir diesen Schmetterling, das Schoko-Schoko-Ding mit leichter Feuerlaute. Süscher Papillon präsentierte Guten Abend, es freut mich, dass Sie da sind. Ganz spezielle Woche, außergewöhnliche Gäste. Gestern ein außergewöhnlicher Politiker, heute vielleicht ein non-außergewöhnlicher und als Steigerung dann morgen noch ein dreifacher Mörder. Nach dem Gerhard Blocher kann ich jetzt gratulieren zum Wahlsieg an Micordo. Er ist Gemeinderat in Ibach, einer Gemeinde 70 km nördlich von der Schweiz, von der Partei Fiat Lux. Das ist eigentlich euer Parteiprogramm. Ich muss übrigens noch sagen, für die Leute, die es nicht wissen, kaum sättige, er ist der Ehemann von der Uriela. Also. Unser Programm ist, frischen Wind und göttlichen Geist in die Gemeinde Ibach hineinzubekommen. Göttlichen Geist? Göttlichen Geist, ja. Naturschutz, Umweltschutz. Aber warum so bescheiden? Frage. Ich habe gemeint, das Mindeste, was du kannst anbieten kannst, sagen, dass alle Platz im Raumschiff haben. Ach, das ist doch noch nicht so weit, was? Roger. Was heißt? Erstmal müssen die 3 dunklen Tage kommen. Das ist noch lange nicht so weit. Und wenn die zu Ende sind, dann erst kommt das. Ja, aber gut, aber ich meine, wie lange geht die Amtszeit? Die dauert 5 Jahre. 5 Jahre. Hast du das Gefühl, die wirst du auch dann absolvieren? Ich werde so lange Gemeinderat sein, wie es möglich ist. Ob das 5 Jahre lang dauert. Aber was ist dein Tipp? Was meinst du? Ja, ich möchte nicht eine Prognose abgeben. Aber ich glaube eher nicht, dass die ganze Amtszeit von 5 Jahren stattfindet, ohne dass die Reinigung in die Ich habe gehört, bekommen. Raumschiff sagen schon im Äther, oder? Schon lange, seit 1984. Ja, und ist das im Radar von der Uriela aufgefangen worden? Das kannst du nicht nur im Radar von Uriela auffangen. Wenn die sich materialisieren, kann man die auch noch mit normalem Radar sehen. Gut, aber das Mindeste, was du hättest können anbieten können, ich meine, es gibt ja Politiker, die versprechen viel, oder? Ja. Dass du sagst, ihr werdet gerettet beim Weltuntergang. Das wäre doch eigentlich nicht viel anders, als was andere Politiker versprechen. Es tönt einfach besser. Ja, weißt du, es gibt ja gar keinen Weltuntergang. Ja, oder eben, ihr werdet... Wir haben noch nie gesagt, es gibt einen Weltuntergang. Das sind die Geburtswehen eines neuen Zeitalters. Also, und alle Menschen, die durch diesen Tunnel gehen, durch die gesamte Menschheit geht, und das Licht am Ende des Tunnels sehen und nach den göttlichen Gesetzen leben, die werden dabei sein, die werden auch gerettet. Aber da könntest du schauen und sagen, eben, das heißt, glaube ich, Amora heisst er, dass Amora, alle, die die Stimme geben und alle anderen von deiner Gemeinde, man kann ja ein bisschen grosszügig sein, dass die gerettet werden im Tunnel. Also Gott ist doch nicht bestechlich und ich doch auch nicht. Aber du, wir sind doch von Fiat Lux Menschen, die das einhalten, was sie versprechen. Aber ihr habt doch die Leute bestechen.
Bier? Ja, haben dann irgendwie für den Ausflug, haben den Seniorenausflug, haben dann wollen zahlen. Nein, das ist nein, das ist doch was ganz anderes. Das hat doch ein CDU-Gemeinderat engagiert. Ja. Der hat das doch gemacht und der hat anschließend gesagt, man soll ihn wählen. Ja. Unsere Senioren sind doch mitgefahren. Gut, du hast ja gewusst, du hast sowieso noch die Stimme von deiner Gemeinde und die hast du auch bekommen. Bist auch noch, genau, ist ganz klar. Man hat Angst gehabt in der Gemeinde, dass du jetzt natürlich Informationen bekommst, wie kommt man an billige Häuser an, etc. Und, so. Und das ist wahrscheinlich auch der wahre Grund, oder? Das ist der Grund, der gesagt worden ist. Aber wir wollen keine Häuser, wir wollen keine Grundstücke und das wird sich alles normalisieren. Aber was mich eigentlich überrascht, Igordo, warum so bescheiden? Wieso bist du vom Global Business jetzt so auf die Lokalebene runtergefallen? Ja, Jesus Christus ist doch auch in einem kleinen Ort geboren, oder? Und das Christentum, aber er ist nicht Gemeinderat geworden? Nein, das wollte er nicht. Nein. Aber ich bin es in seinem Auftrag. Aha, sicherlich. In seinem Auftrag? Ja, natürlich. Duriella ist ja Sprachrohr Gottes, nennt sie sich. Ja. Was bist du, Sprachrohr von Duriella? Ja, das sagt jeder. Ich bin Urielas Sprachrohr. Ja. Wenn sie nicht da ist, bin ich das schon. Aber wenn sie da ist, spricht sie für sich selber. Aha. Aber du sprichst immer mehr. Das ist ja das Erstaunliche. Am Anfang ist nur Duriella gekommen. Dann ist noch der Igordo ein bisschen, hat 3 Minuten kommen, dann 10 Minuten, dann gleichzeitig. Und jetzt bist du allein da. Ja. Ich mache mir langsam Sorgen. Ja, ich mache halt Karriere. Eben, genau. Und er macht nicht nur Karriere als Sprachrohr von der Uriella oder als Stellvertreter, oder? Wenn du sagst, wenn sie nicht da ist. Ich kann Uriella schon in gewisser Hinsicht vertreten, aber als Sprachrohr Gottes, als Prophetin kann ich das nicht. Aber du sagst du kommst von oben ab über. Ja, selbstverständlich. Aber da gibt es mehrere, da bist du also in Abwesenheit von Uriella bist du Sprachrohr. Weißt du, wenn du das so sehen möchtest, kannst du das schon so sagen. Ja, wie ich vertrete du sie, natürlich. Ja. Ach, da bin ich ihr Sprachrohr, das kann einfach ich einfach, weil du ihre Mann bist, oder? Ja, ganz sicher. Und das der Manager im Orden. Der Manager. Mit vielen, vielen Aufgaben. Das ist aber gut. Eben. Und Karriere, eben. Karriere. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Wort. Weil im normalen Leben hast du ja nicht so wahnsinnig Karriere gemacht. Oh, das würde ich aber nicht sagen. Ja, ich war Top-Manager. Ja, in welcher Firma? Im Marketing, im Vertrieb, in der Werbung. Ja. Ich habe einen großen Geschäftsbereich gehabt, für den ich verantwortlich war. In der Kosmetikbranche? Ja, sicherlich. Und jetzt bist du in der Kosmetikbranche, bist du in die göttliche Branche? Ja, weißt du, es geht doch auch hier um die kosmetische Korrektur der Seelen, oder? Aber eben, du hast ja gesagt, du musst Karriere machen, oder? Das habe ich jetzt dir zu gefallen gesagt. Nein. Ich habe keinen Ehrgeiz, um Karriere zu machen. Du bist auf die Bühne gegangen. Wir haben den Ausschnitt. Er präsentiert sich. Das war spontan. Spontan. Ja. Nicht geübt. Von Gott runter ist dir eine Melodie zu geschickt worden, oder was? Ja, ich habe komponiert und getextet. Genau, hören wir doch und schauen wir uns doch das mal an. Ja, gern. Das ist das göttliche Auge. Ja. Findest du das gut? Ja, sonst hätte ich es nicht komponiert. Ja, aber wie du singst. Findest du es nicht gut? Ich finde es ziemliches Geklimper. Ach komm. Ehrlich. Da bist du aber der Erste, der das sagt. Ja, bin ich. Alle anderen Leute finden es gut. Verstehst du was davon? Ja, ich glaube schon. Du. Weißt du, 20 Jahre machen wir das Radio und haben uns schon ein bisschen mit Musik ein bisschen auseinandergesetzt. Ja, ja, aber du bist ja eine Inkarnation von Johann Strauss. Meinst du, dem würde das gefallen? Ich denke schon. Ich bin es ja selbst gewesen, hat Jesus Christus gesagt. Hat er gesagt. Du glaubst zwar nicht daran, du glaubst ja überhaupt nicht an die Reinkarnation, oder? Mal, aber so, gerade so, weil jetzt hast du ja noch eine neue Reinkarnation. Die hatte ich immer schon. Die war ja davor. Eben davor. Aber die hast du erst jetzt erfahren, oder? Nein, das weiß ich schon. Von wem bist du jetzt auch noch reinkarniert? Ja, Jesus Christus hat mir gesagt, ich sei auch der Reformator Ulrich Zwingli. Der Reformator? Jetzt hat man euch aus der Schweiz eigentlich ein bisschen rausgefallen, oder? Da haben wir einen Prozess gehabt. Meinst du, kommst du jetzt aufgrund von deiner, was soll ich sagen, frühen schweizerischen Herkunft, kommst du jetzt dann gleich noch einen Schweizer Pass über? Das weiß ich nicht. Ja. Ich könnte ja mal den Antrag stellen. Eben, oder? Das wäre doch noch gut, wenn sagen, da kommt der Ulrich Zwingli in seiner x Reinkarnation. Ah, das kann man nicht machen, als Ulrich Zwingli auftreten, das sagen ja die Leute. Aber wäre doch eine Idee. Nicht recht. Ja, aber das ist dir noch nie passiert. Im Karneval kann man das vielleicht noch machen. Aber du hast das Gefühl, wenn du das so sagst, haben alle Leute das Gefühl, der tickt richtig. Weißt du, Roger, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Jene, die an die Reinkarnation glauben, die wissen, dass es die Wahrheit ist. Denn ich denke es mir ja nicht aus. Und jene, die nicht daran glauben, die sind halt noch nicht so weit, dass sie es glauben können. Jetzt bist du, ich muss sagen, als Musiker bist du nicht so talentiert, ehrlich. Oh, das sehen aber als Tänzer bist du wirklich viel besser. Naja. Ja? Das habe ich das Gefühl. Dürfen wir mal zeigen, wie du tanzt? Nein, nur mit dir zusammen. Nein, wir haben Aufnahmen, wo du wirklich auf der Bühne tanzt. Und ich muss sagen, das ist wirklich gut. Dürfen wir uns das anschauen? Nein, das haben wir ja gesagt, das gucken wir nicht an. Wieso dürfen wir es nicht anschauen? Nein, weil das ist doch ja wirklich gut. Hä?
Das war doch live. Ja, die eben. Zuschauer waren begeistert. Ja, eben. Ich möchte auch begeistert sein. Mal, es wirklich, man hört ja wie Zuschauer. Icordo als Tänzer, okay? Mit dir zusammen. Also gut, nachher tanzen wir noch zusammen. Also gut, jetzt schauen wir mal Icordo als Tänzer. Und das sieht so aus. Unglaublich. Also das ist wirklich, du bist sehr showbewusst. Wenn du das machst, hast du ziemlich Mut, oder? Oder? Ja, weißt du, man hat viele Talente. Ja. Ich bin halt noch beweglich, ich bin noch sportlich. Genau. Ich kletter heute noch in die höchsten Bäume. Du kletterst auf Bäume? Natürlich. Was machen? Als Kind habe ich das schon gemacht. Ja, klar. Und wieso machst du es heute keine noch? Keine Angst, ja, ich habe keine Zeit mehr. Aber das würde ich auch heute noch machen. Bist du sonst noch, was soll ich sagen, körperlich tätig? Ja, ich bin sportlich. Ja. Wir haben jetzt eine Reparatur auf unserem Dach, da kletter ich aber auch oben rauf. Aber Sex hast du? Wann hast du das letzte Mal Sex gehabt? Die Frage stelle ich eigentlich sonst niemandem. Aber ich glaube, die darf ich sich das stellen. Das kannst du machen. Ja. Das war weit, weit bevor ich in den Orden kam. Ja? Ich bin hat seit 12 Jahren in dem Orden, nicht mehr so das war viele, viele Jahre zurück. Damals lebte ich noch ein anderes Leben. Ja, ja warum hast, das wieso hast du denn aufgehört mit Sex? Ja, weißt du, lieber Roger, wir sind ja alle Geist. Und das Zölibat, das hat ja seinen tiefen Sinn im Kloster, damit die Menschen sich vergeistigen können. Und das sind die eigentlichen Gründe, weshalb ich keinen Sex mehr mache und Uriella auch nicht mehr. Ja. Wir brauchen es nicht mehr. Aber ist eigentlich die Ehe durch das gar nicht vollzogen worden? Also rein gesetzlich? Ja, ich glaube, vor Gesetz gilt immer noch die Unterschrift beim Standesamt. Gut. Aber jetzt, hat es nicht Momente gegeben, wo du auf eine Art und Weise, was soll ich sagen, fleischlich rückfällig geworden wärst? Nein. Oder? Nein, eigentlich nicht. Oder in den Träumen? Träumst du ein davon? Das weiß ich nicht. Was daran du erinnere ich mich nicht. Darfst du nicht darüber reden? Ich kann über alles reden, aber daran erinnere ich mich jetzt. Erinnere ich dich nicht? Weil viele Leute haben natürlich solche Träume. Das kann schon sein, du aber nicht. Für mich gilt das nicht. Nein, ich bin darüber hinweg. Du bist darüber hinweg. Ist das eine untere Stufe, wenn man Sex hat? Das ist eine gewisse Entwicklungsstufe, denn die Menschheit braucht ja den Sex, um sich weiterzuentwickeln. Ja. Aber das, was auf dieser Welt passiert, dieses Sex um jeden Preis, das ist nicht im göttlichen Willen und das führt auch zu großen, großen Krankheiten. Aha. Jetzt bist ja du aber in eine ganz schlimme Branche hineingegangen. Oder? Was für eine schlimme Branche? Die Politik? Lass mir doch auch Uriella da dazu sagen. Natürlich, natürlich. Die große Politik, das ist schon eine schlimme Sache, ja, das stimmt. Politik gehört zu den sieben Hörnern von dem Ungetüm, wo in der Apokalypse aus dem Meer kommt. Ich liebe die Wahrheit, ich liebe Gerechtigkeit und vor allem natürlich die Liebe. Und in der Politik wird die Liebe nicht gelebt. Jetzt bist du Politiker. Hey, ein Rückfall. Kein Sex für Politik. Ich bin kein Politiker. Ja, das habe ich auch das? dem Ackerat gesagt, als er mich interviewte. Ja? Ich bin kein Politiker. Ja, aber du bist automatisch. Ich bin Gemeinderat, aber ich bin kein Politiker. Es geht ja gerade darum, dieses schlimme Geschäft der Politik zu vermenschlichen und dafür zu sorgen, das sagt alle Politiker. Ich bin keiner und ich werde nie über den Gemeinderat hinausgehen. Ja, wieso die nicht? Große Politik lehnt Gott ab. Ja, nein, das ist aber wieso Sache die Linie nicht? Besseres. Es muss in dieser Gemeinde etwas passieren. Was muss passieren? Der Friede, den wir seit... Von dem haben die Leute grausig Angst. Nein, die haben keine... Vor uns haben sie nicht wirklich Angst. Ja, du hast ja nur einen Sitz von acht, oder? Ja, also, weil nur eure Leute euch gewählt haben, alle anderen haben euch abgelehnt. Weißt du, auf dem Dorf ist das so, dass und hinter den Kulissen genau festgelegt wird, wer welches Gemeinderatsmandat bekommt. Das hast ja du auch gemacht. Und die haben sich fürchterlich geärgert, dass mich viele Ibacher gewählt haben, aber dennoch hat es gereicht. Ja. Jetzt machst du auch Prophezeiungen, oder? Welche? Allgemein, eben über die Endzeit oder wie ihr es dann immer wieder nennt. Ich habe gerade jetzt wieder eine neue gelesen, weil früher hat Uriella noch präziser gemacht, sind dann ein bisschen, was soll ich sagen, von der Realität ein bisschen überholt worden. Aber die letzte, die ich gehört habe, habe ich jetzt noch ganz schaurig heiß und spannend gefunden. Nämlich? Dass ein Asteroid den nordamerikanischen Kontinent wird spalten. Das wird kommen, natürlich. Ja. Aber erst dann, es ist noch nicht so weit, erst dann, wenn der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist, das ist auch noch nicht so weit. Dieser Dritte Weltkrieg wird beendet durch einen Meteoriten, der in die Nordsee kommt. Und erst danach, wenn also der Dritte Weltkrieg geschehen ist und der Meteorit in die Nordsee gekommen ist, erst danach wird ein Asteroid Nordamerika treffen. Aber das ist ziemlich richtig. Ein Happig. Ich meine, Nordamerika ist 3000 Kilometer breit. Also das teilen, würde ich sagen, dann bleibt von der Erde nicht mehr ganz viel übrig, oder? Von Mittelamerika bleibt nicht viel übrig. Aber das nicht. Ist schon richtig. Aber du hast von Nordamerika geredet. Ja, Nordamerika wird geteilt werden. Wo denn? So in Kansas?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Das hat uns der Heiler nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Aber er hat gesagt, dass der Dritte Weltkrieg ausgelöst wird, weil die Russen den Serben zur Hilfe kommen, oder? Das scheint im Moment nicht ganz so aktuell zu sein. Ist ein bisschen überholt worden von der Realität. Es hat im Juni letzten Jahres einen Aufschub gegeben, was ich auch im Zischte-Club schon vor einem Jahr gesagt habe, im Juli. Ja. Und wir leben jetzt in dieser Zeit des Aufschubes. Das hat es immer schon gegeben. Und statt dass die Menschheit dankbar ist und die Zeit nutzt, lacht man über die Prophetie und sagt, ja, das kann ja nicht von Gott gewesen sein. Ja, klar. Warte doch ab. Ja, wieso muss ich, damit könnt ihr... Bis ad absurdum könnt ihr immer noch die gleichen Sachen erzählen. Könnte schon, aber wird nicht so lange dauern. Ja. So lange wird es nicht dauern. Aber das mit den Russen und den Serben, das scheint ja, glaube ich, nicht so zu sein. Die Russen sind zwar schon gekommen nach Pristina, aber ich glaube mit 150 Mann und haben einfach ein bisschen Terrain besetzt. Aber zum Dritten Weltkrieg hat es nicht geführt. Also, auch die Fachleute sagen, dass es nur ein Hauch war und im Sommer diesen Jahres wäre der Dritte Weltkrieg im Kosovo ausgebrochen. Na komm jetzt. Aber das sagen aber sie. Aber er ist nicht ausgebrochen. Nein, also weil es noch nicht so weit war. Weiß nicht. Aber was ist jetzt denn der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist der, dass ich mich an deiner Stelle, lieber Roger, mal vorbereiten würde auf das Jahresende, auf gewisse Probleme, die mit dem Computervirus zusammenhängen könnten und mit den Umstellungsproblemen zusammenhängen könnten. Da wäre ich schon sehr wachsam. Das ist eine sehr interessante Prognose, oder? Ja. Das machen vor allem Fachleute im Bereich Computer. Auch Fachleute sind da sehr, sehr wachsam. Ja, und, aber das sind nicht so gewagte Prognosen. Ich möchte keine Panik, aber man sollte vielleicht doch mal darüber überlegen, wie man sich entsprechend vorbereiten kann. Gut, also wie bereitest du deinen Computer vor? Bei euch in der Sekte, was wir haben ihr gemacht? Wir sind keine Sekte, wir sind ein Orden. Ja gut. Also, solltest du allmählich wissen. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist das eine Sekte. Wir haben kleine Laptops, denen wird nichts passieren, weil wir ja nicht vernetzt sind mit den großen Computern. Aha. Das wollen wir auch nicht. Ja. Aber stell dir mal vor, die großen Banken und die Versicherungen und die Börsen und die großen Unternehmen, die abhängig sind von vielen Lieferanten, da braucht nur einer nicht mitzuspielen, dann bricht das wie so ein Domino zusammen, wie so ein Domino-Fest. Also man kann also anrufen und Fragen stellen. Warten wir mal ab. Ehemann und Ersatz-Uriella in Korda. Ich bin kein Ersatz-Uriella. Das hast du vorher gesagt. Nein. 0848 88 24 24. Ich habe überhaupt das Gefühl gehabt, sie hätte eigentlich lieber wollen, aber sie wird langsam von dir immer mehr an den Rand angedrängt. Nein. Weil ich habe das Gefühl, du hast sie total im Griff und sie überhaupt macht mal langsam leid. Nein, Uriella wäre gern gekommen und sie lässt sich wirklich entschuldigen. Du hast ja heute mit ihr telefoniert. Ja. Das reicht ihr zeitlich nicht. Sie hat so viel und bedauert wirklich, dass sie heute nicht dabei ist. Beim nächsten Mal sehr, sehr gerne. Und sie lässt alle herzlich grüßen. Aber eben, aber du genießt es jetzt immer mehr, dass du langsam eben Karriere machst in den Medien. Ich mache keine Karriere, nein. Das Wort ist aber es freut mich, mit dir zusammen vor der Kamera zu sein. Eben, das weiß ich. Showtime. Also, das mit dem Computer... haben wir jetzt gehört. Jetzt gibt es ja die meisten Experten in der Zwischenzeit, die sagen, es wird alles viel weniger schlimm, als wir es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren gedacht haben. Falls es weniger schlimm würde, was wäre dann mit deiner Prognose? Dann wäre es schön, wenn es weniger schlimm wäre. Wir wären überglücklich, wenn es weniger schlimm wäre. Und was machen die dafür, dass es weniger schlimm wird mit dem Computer? Gut, die vernetzen nicht. Was machen die sonst? Man kann nur beten, aber dass die Fachleute sagen, alles, was bis zum 1. Januar 98 noch nicht umgestellt ist und noch nicht getestet worden ist, das reicht nicht mehr. Gut. Was gibt es noch für andere Sachen, die noch wären? Ende Jahr oder Ende von dem Jahrhundert könnte passieren. Ja, du weißt, was so im Laufe der Zeit noch kommen wird. Ich ja, das vom Dritten Weltkrieg haben wir gehört. Ja, sicherlich. Ja. Aber was gibt es sonst noch? So, bevor der Dritte Weltkrieg kommt, was gibt es da noch zu erwarten? Es wird den großen Zusammenbruch der Börsen und der nochmal eine neue Steuerverhandlung im Haus Uriella? Nein, bei uns ist alles in Ordnung. Bei uns ist alles geprüft, mehrfach geprüft und untersucht. Das ist alles tipptopp in Ordnung. Die Börse geht aber jetzt im Moment wieder rauf. Das ist eigentlich auch ein aber Grund, die Fachleute sagen, das ist wie ein Ballon, der sich aufbläst und da braucht jetzt nur jemand reinzustechen, dann fällt alles zusammen. Das stimmt nicht. Das ist früher so gewesen. Heute Checks and Balances, wie das heisst, und Kontrollmechanismen, aber gleich. Am Telefon ist der Pascal aus Winterthur, bitte. Ja, hallo Roger. Jawohl. Also ich wollte dich Cordo fragen, wie er sich die Theorien aufstellt. Also mir kommt das alles ein bisschen spanisch vor. Welche Theorie denn bitte? Ja, die, wie ihr das Ganze, ja, von wo ihr das nehmt. Ja, das, was ich jetzt zum Computer-Crash gesagt habe, das weiß ich aus weltlichen Quellen und ich weiß es, weil der Heiland uns gesagt hat, der Zeitpunkt ist gereift für den Computervirus. Seit er? Ja. Das ist so präzise in Sachen Computer. Ja, das wissen wir aber seit 5, 6 Jahren, dass das bevorsteht. Ja.
Und wir haben in der letzten Offenbarung gehört, jetzt wäre der Zeitpunkt gereift. Aha. Was immer man jetzt darunter versteht. Weiß das auch der Bill Gates? Schon, der weiß das ganz sicherlich, denn der wurde ja gefragt, was er macht. Ja. Und er hat gesagt, die Probleme müsst ihr alle selbst lösen. Aha. Mein Unternehmen ist zu klein dafür. Aha. Der weiß das. Am Telefon der Herr Gamis aus Zitzers. Bitte? Ja, guten Abend. Ja? Merci, guten Abend. Ich wollte etwas fragen. Und zwar, an was für einen Gott, dass er eigentlich glaubt? Wir glauben an Gott Vater, an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und an die Kraft des Heiligen Geistes. Also wir glauben an die Dreifaltigkeit Gottes und glauben, dass die Madonna die größte Fürsprecherin am Throne Gottes ist. Und vor fast 2000 Jahren hat die katholische Kirche genau dasselbe geglaubt, was wir heute glauben. Erst im Jahr 553 auf dem Konzil zu Konstantinopel ist die Lehre der Reinkarnation von der Kirche gestrichen worden. Aha. Bis dahin haben die das auch geglaubt. Eben. Ja. Aha. Aha. Und es gibt heute Millionen von Katholiken in Asien, das haben wir selbst erlebt, und in Südamerika, die an die Reinkarnation glauben. Ja, ja, klar. Katholiken. Ja, Reinkarnation ist eine Sache, aber was ihr... Und an die Prophetie. Ja, steht ja auch was in ihr macht, ist ja gerade noch etwa so 7 Stufen weiter. Seht Dani da aus Mecke, bitte? Ja, ich gehe da, Dani. Ja. Grüezi. Kennen wir einander? Ja, nein, das nicht. Aber wie du redest da mit ihm, einen alten Kumpan. Ich kenne ihn nicht. Schau mal, die Kamera. Stimme ist sympathisch, ja. Also bevor dass ich dir jetzt mal eine Frage stellen möchte, möchte ich da das tanzende Bild noch kommentieren. Also mich dunkst, du bist vorher von einem Teufel geritten worden. Vom Teufel? Warum? Ja, das hat so ausgesehen. Ich weiß nicht, wer der Teufel war, aber... Nein. Also meine Frage wäre jetzt noch, kann man eigentlich Land kaufen auf dem Planet Amor? Also ich hätte ernsthaftes Interesse. Ja, ja, die Zeit ist noch nicht so weit. Wenn Amora, die neue paradiesische Erde, Realität ist, dann gelten ganz andere Gesetze als jetzt. Aha. Gut. Dann der Herr Neueschwander aus Zürich. Guten Abend miteinander. Ja. Guten Abend. Eine Frage an Sie. Verstehen Sie Berndeutsch? Ja. So, ich frage Sie, stehen Sie mit beiden Beinen auf der Welt? Natürlich. So, jetzt haben Schuss da leid. Oh, ja. Der Mann glaubt das nicht. Er hat das Gefühl, du hättest einen Knall. Ja, macht doch nichts. Ich kann es nicht ändern. Ja. Genau. Ich stehe mit beiden. Aber Beinen wieso gehst denn du? Eben, wo doch eben so das Göttliche und so in einen Gemeinderat, wo es dann darum geht, um die kleinsten Details, Zonenverordnung, Einzonung, Auszonung etc. Das sind doch Lappalien im Vergleich zu all diesen grossen Fragen, die dich müsste beschäftigen im Moment. Weißt du, diese Dinge beschäftigen mich nebenbei. Wir sind über 10% der Bevölkerung und bisher sind wir in der Gemeinde nicht vertreten im Gemeinderat und jetzt sind wir vertreten. Aber das ist ein Stich, ganz, also eine von acht. Ganz normales Grundrecht. Was wolltest du denn machen? Ja, wenn man danach geht, hätten die Grünen und die FDP nie antreten können. Aha, cool. Wenn die Großen immer alles sowieso meinst, unter den Kulissen festlegen. Okay, dann ist da der Herr Eko aus Gossau aus St. Gallen, bitte. Ja, da ist Peter. Ja. Sali Roger. Sali. Guten Sali. Abend, ich gehe da. Guten Abend. Ich habe noch schnell eine Frage, Roger. Diese Woche ist jetzt ein bisschen happy gewesen. Ich bin ein wahnsinniger Fan von deiner Sendung tagtäglich. Aber diese Woche hast du es mit diesen zwei Glöhnen jetzt ein bisschen übertrieben, weißt du, mit dem Blacher und jetzt auch noch, gell? Jetzt wird es mir langsam schlecht. Aha, ja, wir bieten verschiedene, aber... Aber er guckte sich dennoch an, das ist immer das Interessante. Und die am meisten schimpfen, gucken sich bis zur letzten Sekunde an, weil sie es spannend finden. Und wenn er sagt, das ist ein Klon, was meinst du dazu? Ach komm. Hä? Ich habe Humor. Du hast Humor. Und wenn ich auf der Bühne Schau mache, dann kann man das auch so bezeichnen, das gehört auch dazu. Eben, aber... Ich bin leidet, sehr ernsthaft. Leidet da die Ernsthaftigkeit nicht, wenn du da klimperst und tanzt und irgendwelche Figuretli machst und so? Aber weißt du, Roger, ich mache doch das nicht jeden Tag. Ah, gut. Okay, wir sind fast am Schluss der Sendung. Ein paar Sätze, die ich angefangen habe, die du beendest. Am besten kann ich... Am besten kann ich in diesem Leben mein Leben Gott weihen, beten, danken und seinen Weg gehen. Gut. Mein Vorbild im Showbusiness ist... Ich habe kein Vorbild im Showbusiness. Wer ist es? Sammy Davis Jr.? Oder, nein, ich habe kein Vorbild. Oder irgendeine von der schwarzen Hip-Hop-Szene? Fred Astaire hat mich früher mal fasziniert mit seinem Step. Was politisches Vorbild ist? Ich habe keine politischen Vorbilder. Eugen
Blocher ich ist, meine, mindestens Ulrich Zwingli. Ah, Blocher. Ist wenigstens jemand, der gegen den Strom schwimmt. Aha. Also seine Sympathien gehören mir. Ah ja, ah, das ja. ist auch noch. Also hey, ja, ist er auch die Reinkarnation von was? Das weiß ich nicht. Nicht. Musst du ihn mal fragen. Ja. Hast du ihn gestern nicht gefragt? Nein, und ich kann besser als Duriella. Das weiß ich nicht. Ja, tanzen sicher. He? Gut, und am Schluss von dieser Sendung fühle ich mich... Glücklich. Glücklich! Ein glücklicher Mensch, danke vielmals. Dankeschön. Das ist Ricardo. Show, im Showbusiness wird das vielleicht nicht schaffen. In seinem Business, wo er jetzt ist, hat er, glaube ich, in der Zulauf mindestens so bei seinen Leuten. So, morgen Abend dann der Alfredo Lardelli. Er ist ein dreifacher Mörder. 14 Jahre war er im Gefängnis gewesen. Jetzt ist er rausgekommen und morgen Abend ist er live da und wird da dazu Antworten können. Es würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Jetzt geht es weiter mit einem schönen Abend und viel Vergnügen. Fang dir diesen Schmetterling, das Schoko-Schoko-Ding mit leichter Freude. Suchard Papillon präsentierte